Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem Gaming-PC Core i9 14900KF mit der RTX 4070 Ti für 2999 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von TK Valle, Vale, whatever, und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist wie in den meisten Fällen bei MIFCOM leider fake. Zumindest stimmt diese Ausstattungsvariante nicht. Na klar, sie schreiben drunter, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, aber es ist halt... Ja, es ist schade. Die Leute bestellen das, wollen so ein System haben, das ist zwar so ein System, wie es bei jedem zweiten zu Hause steht, aber ist ja auch wurscht, aber dann kriegen sie halt was anderes. Das Gehäuse stimmt, ja. Wir haben aber keine Vollbestückung beim RAM, wir haben keine ROG-Grafikkarte und wir haben auch diese drei Lüfter hier unten nicht, die fehlen einfach. Natürlich haben wir die drei Stück von der Wasserkühlung, den einen im Heck und noch die drei an der Seite, aber die unten fehlen halt in der Konfiguration. Das muss einfach nicht sein. Auch wenn bei MIFCOM schon klarer darauf hingewiesen wird, als bei anderen Systemintegratoren, die dann solche Fake-Bilder da reinballern. Ich finde es schade. Kommen wir aber zum eigentlichen System. Das Gehäuse ist, wie den meisten auch bekannten, Lianli O11 Dynamic Evo Schwarz. Hier sieht man auch ganz klar, die Lüfter, die hier aufgelistet sind, sind alle optional. Sofern ihr so in Klammern optional dahinter stehen habt, sind die halt nicht mit dabei. Ansonsten ist das Case sehr durchdacht. Man hat gutes Kabelmanagement. Wir haben es auch selber hier im Haushalt als ROG XL-Variante. Ist noch ein Ticken größer, aber ansonsten sind die relativ gleich. Sofern man das gut mit Lüftern bestückt, ist der Airflow auch vernünftig. Und man hat sehr viel Platz in diesem Gehäuse. Also ich finde es qualitativ völlig okay. Und das kostet 177,23 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i9 14900KF. Das ist aktuell der beste Intel-Prozessor, den ihr euch so kaufen könnt. Der hat 24 Kerne mit 32 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 253 Watt reinschrauben, wenn man ihn komplett ungebändigt lässt. Auch 350 Watt Kreativecke hat das unter anderem getestet. Und was den RAM angeht, unterstützt der DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Ja, was soll ich sagen? Es ist von Intel der beste Prozessor am Markt, aber ihr kriegt, wenn ihr den wirklich voll offen laufen lasst, diese 350 Watt einfach nicht weggekühlt. Ich finde diese Konfiguration in diesem System sowieso ein bisschen merkwürdig, komme ich aber gleich noch zu. Und der kostet 585,75 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming Z790 plus D4 Intel Z790. Auch hier aktuellster Chipsatz, höher geht es im Moment nicht. Das Ding ist einfach, es ist ein DDR4 Board bei einem 3000 Euro System. Und da frage ich dann auch nicht mehr die Community, ob das in Ordnung ist. Bei 3000 Euro erwarte ich DDR5. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, das waren glaube ich 2000 Euro, da habe ich noch gesagt, ja, wie seht ihr das so, aber bei 3000 Euro hört für mich das Verständnis auf, dass man noch DDR4 nimmt. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, hier können noch 2 weitere SSDs verbaut werden, hier auch noch eine SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, ich denke die beiden Slots hier werdet ihr nicht mehr nutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt, aber ihr habt dann noch 2 weitere für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, USB Typ C ist mit am Start, USB 3.1, 2 mal, 4 mal USB 3.0, hier nochmal USB Typ C, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse, die ihr hier aber nicht benutzen könnt, weil ihr einen KF-Prozessor habt. Das F in dem Namen von diesem Intel-Prozessor bedeutet einfach, ihr habt keine integrierte Grafikeinheit. Zieht das Bild bitte sowieso über die Grafikkarte. Ist halt ganz nett, wenn die Grafikkarte mal die Grätsche macht, kann man immerhin noch ein Bild ziehen, theoretisch, wenn es jetzt kein KF-Prozessor wäre, um seine Daten zu sichern oder ein bisschen im Internet zu surfen. Das Board ist jetzt nichts Besonderes. Ja, es ist der höchste Chipsatz, das wird auch mit dem 14900KF funktionieren, aber ist halt DDR4 RAM. Und das kostet 275,32 Euro bei Jakob Elektronik. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB. In dem Fall ist es die Gainward Phoenix GS. Mal abgesehen davon, dass das hier eine 4070 Ti ist, die mit einem 14900KF gepaart wird, ist das Problem bei dieser Grafikkarte, dass dieses GS-Modell ganz besonders teuer ist. Man sieht hier, die lag reell immer so bei 900 Euro, jetzt gerade ist sie halt bei 1281 Euro. Der reelle Unterschied zu der normalen Phoenix ist einfach nur, dass die noch einen Übertaktungsboost von 150 MHz hat. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett.
Ihr bezahlt hier also sozusagen gegenüber der normalen Phoenix ungefähr 500 Euro mehr für vielleicht 3% mehr Leistung in Spielen. Ich packe die jetzt so in den Warenkorb, lass aber die andere drin auf 0 gestellt, damit ihr einen Vergleich habt, was die Preise angeht. Ansonsten die 4070 Ti haben wir selber hier im Haushalt für Full HD und WQHD gut geeignet, je nachdem was für Spiele ihr spielt. AAA-Titel, Avatar, ganz besonderes Beispiel, wenn ihr das alles auf Maximum dreht, dann knickt die auch irgendwo ein. Ansonsten E-Sports-Titel in 4K ganz easy, den FPS dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und die kostet 1.271,16 Euro, ist auch nur ein Angebot bei Amazon.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 Corsair Vengeance RGB Pro, 2x16 GB. Ja, hier haben wir jetzt das leidige Thema, habe ich eben schon angesprochen, reite ich jetzt nicht noch weiter drauf rum. 32 GB in der Preisklasse, ja, kann man noch machen. 3200 MTS, selbst im DDR4-Bereich ein bisschen wenig. 3600er CL16 wäre geil gewesen. Hier haben sie jetzt halt diesen Standardtakt, den Intel auch vorschlägt. Denn wir erinnern uns, wir hatten hier entweder DDR5 5600 oder DDR4 3200. Man muss sich gerade bei Intel nicht unbedingt dran halten, weil Intel hat gute RAM-Controller. Ansonsten habt ihr halt noch ein bisschen RGB-Beleuchtung dabei. Ja, ist jetzt der Standard-RAM halt. Und der kostet 79,89 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 2 TB Western Digital Black 2 TB. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, sieht man halt, das ist die SN770. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5150 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4850 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Ja, 2 TB, ihr müsst es selber wissen. Wie viel braucht ihr, ne? Wie viele Spiele habt ihr installiert? Ich sage es immer wieder. In meinem Fall, ich habe 3 Spiele. Da brauche ich 1 TB, dann bin ich fertig damit. Aber hier habt ihr noch ein bisschen Platz zum Datenauslager. Und wenn ihr euch sagt, ich brauche aber mindestens 4 TB oder so, dann konfiguriert es euch halt um. Von der Geschwindigkeit und der Qualität dieser SSD, da brauche ich überhaupt nichts sagen. Und die kostet 113,42 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair RME 80 Plus Gold Kabelmanagement. Auch hier einfach mal in den Konfigurator geschaut, haben wir das 2023er RM 850E Netzteil. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular und hat schon den neuen Stromstecker für die neuen Grafikkarten mit dabei. Wie zum Beispiel jetzt in dem Fall die 4070 Ti oder eine 4080 oder 4090, die bringen alle diesen 12 Volt High Power Anschluss mit. Das ist auch ein A-Tier-Netzteil, qualitativ, brauche ich da gar nicht zu meckern, das passt soweit. Und das kostet 114,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Corsair IQ Link H150i RGB. Also erstmal hat die 5 Jahre Herstellergarantie, das ist ganz nett. Wir haben auch schon diese neuen Lüfter da drauf, die halt so zusammengesteckt werden, dieses Corsair Link-System, habt da nicht so viel Kabelwirrwarr. Rein vom technischen Aspekt her ist eine 360er Wasserkühlung schon mal nicht schlecht. Das Ding ist einfach, wenn man diesen Prozessor nicht wirklich in seinen PL1 und PL2 Grenzen betreibt, schafft diese AIO das einfach nicht. Ihr habt so eine kleine Minifläche, die diese 350 Watt irgendwo als Hitze abführen und das muss die Wasserkühlung erstmal schaffen, das schafft ihr halt nicht. Deswegen, solltet ihr dieses System wirklich bestellen, dann schaut, dass ihr im BIOS PL1 und PL2 einstellt, das packt ihr dann irgendwo noch. Und die kostet 224,29 € bei Mindfactory. Gehäuselüfter Corsair IQ QX120 RGB. Wenn man dort im Konfigurator schaut, dann sieht man, es sind 4 Stück. Also einmal nehmen wir jetzt das 3er-Set und dann nehmen wir noch das eine Expansion-Pack, wo dann ein Lüfter drin ist. Und dann kommen wir halt auf diese 4 Stück. Ja, die haben halt auch dieses Zusammenklicksystem, dass nicht so viele Kabel da rumbaumeln. Dann habt ihr halt noch die LED-Steuerung dabei. Ja, ist okay, ist eine Designfrage. Das sind dann im Endeffekt aber auch die 3 Stück, die sehr wahrscheinlich an der Seite oder unten verbaut werden und halt der eine extra, der hinten verbaut wird. Und das 3er-Set kostet 141,05 € bei Galaxus und der eine Lüfter hier alleine kostet 46,29 € bei Bora Computer über Amazon Marketplace. Wie immer bei MIFCOM, Garantie, 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das ist nice. Über 3 Jahre wirklich Pickup und Return zu haben, ist eine feine Sache. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM. Hier haben wir jetzt beide Grafikkarten. Und ihr seht den Preisunterschied. Die hier kostet 796,90 € und die andere halt 1.271 €. Da habt ihr einen saftigen Aufpreis für irgendwie 3-4% mehr Leistung in Games. Wie ihr das jetzt rechnen möchtet, überlasse ich euch. Ich zeige euch gleich den Endpreis. Dann haben wir hier noch das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.029,24 €. Und das System kostet 2.999 €. Jetzt denkt man sich natürlich, das wäre ein Schnapper. Nee, das liegt wirklich an dieser Grafikkarte. Wenn ihr jetzt mit dem älteren Preis rechnet, also diesen 900 €, habt ihr ca. 470 € Unterschied und das ist genau dieser Zusammenbaupreis. Was für MIFCOM-Verhältnisse völlig normal ist, ich persönlich finde es teuer. Und auch von der Konfiguration her, es gibt mit Sicherheit Leute, die brauchen den 14.900 kW, sonst wird es solche Systeme auch nicht geben. Das sind dann Leute, die irgendwie mit Blender arbeiten, Animationsdinger irgendwie am Computer machen in 4K und so. Ein starker Prozessor kann da wirklich helfen. Und dann braucht ihr auch keine High-End-Grafikkarte.
Grafikkarte, wenn es nicht primär zum Zocken benutzt wird. Dass hier allerdings immer noch mit DDR4 gearbeitet wird, 32 GB, 64 hätte ich jetzt auch gesagt, wäre nice gewesen, aber 32 GB DDR4 bei 3200 MTS, das verstehe ich einfach nicht. Es wird bei 3000 Euro einfach auf eine veraltete Technologie gesetzt. Die DDR5 Speicherriegel haben ganz andere Taktung. Wenn wir das wirklich aus der Sicht eines Gamers betrachten, ist dieses System einfach nur Quatsch. Ihr bekommt für 3000 Euro schon teilweise Systeme mit einer 4090 drin. Deswegen zeige ich jetzt auch keine Alternative, weil es gibt kaum Alternativen, die halt so eine Konfiguration haben, wo wirklich ein sehr, sehr starker Prozessor drin ist, aber eine sehr, sehr schwache Grafikkarte im Verhältnis zum Preis. Bevor ich jetzt wieder Schimpfe kriege, eine 4070 Ti sei schwach, nein, ist sie nicht. Aber in dem Preisverhältnis ist es halt irgendwie komisch. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.